Das Stück ist so verrückt, so irrational. Und die Geschichte lässt sich einerseits einfach erzählen, aber andererseits geht es um viel, viel, um Dinge, die sehr viel eben verrückter, irrationaler sind. Und es wird oft so getan, als ob dieses Stück ein ganz normales Stück sei, mit einem Anfang, einer Mitte, einem Ende. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das Stück verstanden habe. Ich habe es auch jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ich habe immer wieder Fragen daran. Ja, die Geschichte, es geht um einen jungen Mann, der bisher eigentlich immer der Gewinner war, der Sieger war, ein Champion im Schießsport, von den Frauen umschwärmt. Und er soll jetzt seine geliebte Agathe heiraten, die ist Försters Tochter. Und es gibt ein Ritual, dem er sich unterziehen muss. Er muss nämlich einen Probeschuss abgeben. Aber seit dem Tag, an dem der Hochzeitstag und die dazugehörige Schießprüfung festgesetzt worden sind, geht alles schief. Er schießt immer daneben. Genau das erzählt im Grunde dieses Stück. Alles läuft im Grunde darauf zu, dass Max in seiner Verzweiflung diesen Pakt mit dem Teufel eingeht und im Grunde alles darauf hinausläuft, dass dieser Probeschuss außer Kontrolle gerät. Das ist eben auch ein Märchen und die Welt, in der das stattfindet, die Atmosphäre hat auch etwas Märchenhaftes, aber ein heutiges Märchen. Also die Angst und Ängste spielen in der Tat eine große Rolle in dem Werk. Das ist etwas, was dieser Gesellschaft immanent ist, aber auch jedem einzelnen dieser Figuren immanent ist. Man duckt sich immer wieder, man hat Angst, beobachtet zu werden. Und von daher ist es, auch das hat Sergio schon gesagt, es ist wie auch eine Metapher für eine Zeit heute, für unsere Gegenwart, wo wir uns überwachter fühlen denn je. Das Stück gibt keine Antwort am Ende. Es wirkt wie ein Happy End, aber es ist mit all dem, was passiert ist, was die Figuren durchlebt haben, die sind traumatisiert, nicht nur durch den Krieg, der vor dem Stück angefangen hat oder zu Ende gegangen ist, sondern das, was in diesem Stück passiert, mit in der Wolfsschlucht. Je crois que la fameuse Gorge au Loup, c'est vraiment c'est le lieu de du refoulé de toute une société. Et donc dans notre lecture, c'est notre savoir refoulé de toute cette technologie, de ce contrôle digitalisé de notre existence. Man kann auch sagen, dass die Wolfsschlucht, also da wo das Böse haust und wo man sich fast nicht hintraut. Es ist ja nur eine Metapher eigentlich für nicht nur für das, was innerhalb einer Gesellschaft ist, sondern auch, was in jedem Menschen drin ist, das in der Seele. Es sind die Abgründe und die dunklen Seiten einer Seele von jedem Einzelnen. Also das ist auch Teil einer romantischen Sicht jener Zeit. Also das, sowohl die Musik als auch das Libretto. Wir zeigen das ganze Spektrum an bewusstem und unbewusstem, an gelebtem und nicht gelebtem, an Sehnsüchten und Ängsten von, glaube ich, würde man sagen, von allen Figuren. Ja.